Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme vom Football Manager 24. Ganz spannende Phase gerade. Wir sind am 29. und 30. Spieltag heute in dieser Aufnahme gegen Schonebeck und gegen Baumberg. Es geht um den Aufstieg in die Regionalliga. Also bleibt gern dran. Das hier der Überblick über die letzten Spiele, die wir so haben, wobei da fehlen letztendlich noch zwei. Wir schauen uns gerne mal den Spielplan noch an. Wie gesagt, heute die Partie gegen Schonebeck und Sportfreunde Baumberg. Dann kommt das Halbfinale im Niederrhein-Pokal, dann zum Start der nächsten Folge. Absolut spannend, Halbfinale, können wir ins Finale einziehen, das wäre natürlich ein absolutes Träumchen. Aber der Aufstieg muss in allergrößte Priorität haben. Denn dann kommen noch die Spiele gegen die Sportfreunde Niederweningeren, gegen den VfB Hilden, gegen Sohnsbeck und gegen Kleve. Also das die restlichen Spiele. Ich zeige euch gerne nochmal die Tabelle, die nicht regelmäßig dabei sind. Schwarz-Weiß Essen führt mit 60 Punkten. Wir sind Zweiter mit 57, dann der SC Felbert 54 und der FC Krai mit 51. Spannendes Aufstiegsrennen, wir also heute gegen Schonebeck. Wir gucken mal ganz kurz rein, es gab in der Woche, wobei das kann ich euch hier rüber zeigen, nochmal so ein bisschen so die Vereinsziele wurden analysiert. Und da sind wir natürlich hier völlig auf Kurs, was Gehaltbudget angeht. Auch schon abgeschlossen, Abschlussplatzierung der obersten Tabellenhälfte der Oberliga. Also da ist der Vorstand auch schon richtig begeistert. Und die entscheidenden Runden im Niederrhein-Pokal erreichen, ebenfalls abgeschlossen und begeistert, sodass wir von unserem Vorstand ein 1+ bekommen. Hier steht nochmal so ein bisschen defensiv soliden Fußballspiel ist erfreut, Konterfußball ist man enttäuscht. Und wenn wir jetzt mal auf die Fans gehen, dann ist es nämlich genau das der Punkt, der hier auch mit reinsteht. Und sie wollen natürlich den Titel holen, der ist Pflicht. Also insofern haben wir hier nur eine 3 bei den Fans. Das war nur so am Rande, finde ich manchmal ganz spannend und interessant, wenn man sich das so anschaut. Gut, dann lass uns aber reingehen. Wie gesagt, heute der Gegner ist die Spielvereinigung Schonebeck, das ist ein Stadtteil in Essen. Die sind aktuell auf Platz 14, haben unter der Woche noch ein Nachholspiel gehabt in der Liga, haben 1-1 gegen die SV Felbert gespielt, also von daher vielleicht auch ein bisschen angeschlagen. Lasst uns das nutzen und reingehen vor insgesamt 486 Zuschauern. Wir gucken mal direkt auf den Gegner. Ich habe ihn hier schon so ein bisschen eingestellt. Die Herzchen ja teilweise hier gerade hier in zentraler Verteidiger, defensive Mittelfeld so ein bisschen angekratzt. Ja, 71, hier sind zwei Spieler mit starken Noten. Ich habe das mal hier so reingemacht. Minovic hat auch viele Tore erzielt, also von da auf den müssen wir sicherlich aufpassen. Und wir werden in unserer Taktik Folgendes machen. Ich glaube, da hatte ich diesmal gar nichts geändert. Ne, habe ich auch nicht. Genau, weil Filipovic, der ist wieder da, kann allerdings maximal 75 Minuten spielen, kommt auf die Bank für Eberle. Ansonsten würde ich mit derselben Aufstellung spielen wie zuletzt. Hat das Team ja auch gut gemacht, mit einem knappen Sieg in der 90+3 war es, glaube ich. Verdammt wichtig aber dieser Punkt, diese 3 Punkte. Ja, so taktisch werden wir hier grundsätzlich auch nichts ändern. Ach ja, ich habe eine Sache hier vorne geändert. Ich habe mir Sinan Pekesen offensiver spielen lassen. Wenn man sich nämlich das hier so ein bisschen anguckt, dann ist so seine rechte Seite, sprich die linke Seite, hier dieser Schillmüller, der ist eigentlich auch relativ defensiv eingerichtet. Von daher sollten wir den mal so ein bisschen unter Druck setzen. Können wir übrigens auch gerne mal dementsprechend, mit Pressing nicht. Aber, oder doch, komm, lass uns das mal machen. Wenn Pekesen heute 4 Tore schießt, dann wissen wir, woran das liegt. Das würde ich gern mal machen, dass er ihn presst auf der Seite. Ansonsten spiele ich ja nicht so gern mit Einzelpressing, aber das passt, glaube ich, schon ganz gut. Ja, Tillmann lassen wir ein bisschen defensiver, weil die ja auch mit einer offensiven Mittelfeldspieler spielen. Von daher, ja, das war's zum Taktischen. Dann lass uns doch reingehen und schauen, ob wir das denn genauso umsetzen können. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, gegen wen Schwarz-Weiß Essen spielt. Werden wir aber im Laufe des Spiels sicherlich auch mal hier und da sehen. Trainer ist Luca Bienert. Und was sagen wir jetzt? Setzt die tolle Serie fort. Tabellenführung würde ich jetzt mal nicht sehen. Haltet euch an den Plan, würde ich heute mal sagen. Das ist heute kommt nicht ganz so gut an. Senic und natürlich auch Mert Pekesen. Den müssen wir. Ah, ich komme da immer wieder drauf. Den werde ich auf jeden Fall motivieren. Ah, lässt sich aber nicht so leicht motivieren. Dann die beiden Offensiven im Mittelfeld. Und nehmen wir noch einen Innenverteidiger, Wölfing. Gut, rein ins Spiel in Essen, Schönebeck oder Schonebeck. Heißt das nicht eigentlich Schönebeck, aber steht hier nicht mit Ö. Keine Ahnung. Auf geht's. Wir spielen in unseren dunkelgrünen Trikots. Und Schonebeck hat, glaube ich, auch grün oder weiß. Weiß wird hier angezeigt. Sehen wir gleich mal. Sieht wieder ein bisschen düster aus. Viel Spaß übrigens. Das sage ich ja immer ganz gern.
Ersten Chancen sind auf unserer Seite. Zwei Schüsse. Mittlerweile hat sich die Taktik ja voll eingespielt. Ecke jetzt hier. Ah, Team hat den Ball. Boah, Wölfing aufpassen. Minovic. Ah, sehr schön da nochmal geklärt. Das ist dieser starke Minovic. Aber das ist das, was ich meine. Man sieht es gar nicht so gut. Und es gibt Elfmeter. Ich breche zusammen. 18. Minute. Brandner wird schießen. Ah, und er verwandelt eiskalt. Ich dachte, der pfeift der Eckball. Na, hat der Elfmeter gepfiffen, der Depp. Führung für Schonebeck. Das ist natürlich jetzt nicht der Plan. Mal das Team mal ermutigen. Wölfing hat sich da nicht so gut angestellt. Jetzt die Szene für uns. Ja, ist wirklich nicht so gut zu erkennen. Wird manchmal in der zweiten Halbzeit besser, warum auch immer. Der Fehler da ist und der Fehler auch bei der Innenverteidigung. Sola kann ihn leider nicht nutzen. Der jetzt einen rechten Fuß gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Komm, weitermachen. Wir dürfen uns hier gar keinen Patzer mehr erlauben. Gerade nicht gegen Mannschaften, die wirklich tief im Keller stehen. Bei allem Respekt. Wir haben 79% Ballbesitz. Wir werden in der Pause mal auf kontrolliert gehen. Das muss einfach passen. Bei diesem Ballbesitz, was wir immer führen. Wir machen ja schon vieles offensiv, aber das könnte vielleicht nochmal was sein. Pekesen hier, da hat sich schön Michaelidis den Ball zurückgeholt. Pekesen noch nicht so viel zu sehen. Michaelidis steht der Flanke. Sola an den Pfosten. Das Zenit war es, glaube ich. Jetzt haben wir auch ein bisschen Pech, aber insgesamt Halbzeit jetzt. Wir haben 9:3 Schüsse. Wie gesagt, 75% Ballbesitz wieder. Da müssen wir mehr draus machen. Definitiv. Pekesen macht trotzdem ein gutes Spiel in der Offensive. War auf jeden Fall schon mal gut so. Wir sind besser als das. Du weißt es auch in der zweiten Halbzeit. Ich möchte auch mal machen. So einen Spruch, den ich jetzt seltener bringe. Du kannst den Unterschied ausmachen. Den wollen wir nochmal mit motivieren. Und er macht das gut. Spiel genauso weiter. Das würde ich gerne machen. Achso, ich muss gleich Wölfing nach dem Elfmeter vielleicht nochmal ganz kurz motivieren. Das machen wir dann auch noch. Also, wir gehen jetzt mal auf kontrollierte Offensive. Man sieht, der Balken geht jetzt ein bisschen runter. Haben wir jetzt nicht so häufig gespielt. Aber wenn wir es jetzt nicht in solchen Spielen umsetzen, dann weiß ich es auch nicht. Und vor allem ist der Gegner ja jetzt ziemlich angeschlagen. Das könnten wir vielleicht auch nochmal nutzen, indem wir noch mehr ins Pressing gehen. Das tun wir schon. Aber wir werden die höhere Defensivlinie insgesamt das höhere Pressing spielen. Das jetzt schon. Wir müssen gucken, dass wir den Gegner hier dementsprechend ärgern. Ja, das machen wir so. Jetzt nochmal kurz auf Wölfing. Du kannst noch besser spielen. Der eine Fehler passiert, mal weitermachen. So, jetzt sieht es besser aus in der Grafik, ne? Das ist echt immer der zweiten Halbzeit. Woran das auch mal liegt. Keine Ahnung. Aber viel interessanter ist, dass Schonebeck im Angriff ist. Kuhlmann mit der Flanke und Minovic macht das 2-0. Ich breche zusammen. Völlig unnötig. Und das, wo wir schon die offensive Taktik spielen. Sola heute richtig schlecht. Wir müssen irgendwas tun. Klicic spielt schon im Sturm. Wir können höchstens, ja, wir bringen Klicic in der vordersten Position. Für Sola spielt Pekesen hier. Und Hayaya, der da jetzt ebenfalls offensiv spielen kann, kommt dann für den heute nicht so starken Sola ins Spiel. Das machen wir auf jeden Fall. Klicic allerdings auch nicht so gut, ne? Aber gut, wir können sie nicht alle rausnehmen. Filipovic für Kosmala. Und wir bringen Tillmann für Schikowski. Und den, glaube ich, als vorgeschobener. Na, er hat zurückgezogener, Tobias. Ball erobern, dann bleibe ich bei Box to Box. Okay. Ja. Mal motivieren. Zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Wir haben noch eine gute halbe Stunde zu spielen. Ist noch alles drin. Wir ermutigen nochmal. Ja, hier passiert überhaupt nichts. Wir werden jetzt den nächsten Step machen, offensiv gehen und wir werden Gegner, nicht Gegner, im Ballbesitz auch kreativer werden. Wir werden höher gehen. Nochmal im Tempo, der Gegner ist kaputt, hat zwar jetzt auch dreimal gewechselt, habe ich gerade gesehen. Schnell fortsetzen noch.
Einmal in der Offensive hier. Ja, können wir nochmal wechseln. Positiv. Galeski kommt für Senic rein. Und der spielt auch den Angreifenden. Jetzt müssen wir alles nach vorne geben. Ansonsten würde ich das lassen. Der ist schon motiviert. Los, jetzt können wir nochmal zurufen. Dann würden wir jetzt wirklich mal mehr fordern. Ja, jetzt können wir das. Weil das ist mir hier wirklich zu wenig. Ah, ja, ja, geht super durch. Ah, der Schuss dann am Pfosten vorbei links. Schade. Zinnemann. Und Kajalidis. Und dann gibt es Elfmeter für uns. Pickerson ist noch drin. Ja, dann wird er den schießen. Der soll es auch machen. Bisher sehr souverän. Ich hoffe heute auch. Das wäre noch der Anschlusstreffer, den wir brauchen. 15 Minuten dann noch. Pickerson trifft. Knallhart durch die Mitte. Da ist das 1-2. Komm. Also Minimum ein Punkt. Aber eigentlich müssen wir gewinnen. Der Konter. Wir sind jetzt gerade in einer richtig guten Offensivphase. Der muss schneller gehen jetzt, der Konter. Come on. Ah, ja, ja. Er hat den Elfmeter vorhin rausgeholt. Mikaelidis. Und da ist das 2-2. Vensan Kličić mit dem... Ah, und das wird abgepfiffen. Nein. Wir brauchen es doch so dringend. Komm. Wir schießen nochmal aus jeder Bahn. Das hat beim letzten Mal auch ganz gut funktioniert. Ja, mehr. Was soll ich jetzt noch mehr machen? Können wir die Reihe noch nach vorne setzen? Nee, hier nochmal. Mehr aufrücken. Alles nach vorne. Mir fällt eine Sache noch auf. Haben wir die Außenverteidiger? Habe ich auf automatisch stehen. Da können wir nochmal auf angreifend gehen. Und ballerobernd auch nochmal unterstützen. Ja. Aber es ist wirklich allerletzte Eisenbahn. Die erste Szene danach kommt direkt für uns. Galeski auf Gourinho. Der auf Kličić. Aha, schade, weg. Komm, weiter, Mann. Jawohl, wiedergeholt. Wölfing. Der muss noch wieder was gut machen nach dem Elfmeter. Mikaelidis. Kommt wieder zu weit, der Ball. Aber wir sind immer noch dran. Gourinho, wieder ist er weg. Mensch, was ist das gerade? Und Minevic jetzt mit dem Konter und dem 3-1. Ja, das ist immer so. Entweder du machst auf, entweder kriegst du das dritte oder du schießt dir den Ausgleich. In dem Fall haben wir das dritte gekriegt. Das Ding ist durch. Wie ärgerlich, wie ärgerlich, wie ärgerlich. 3-1 verlieren wir gegen einen Abstiegskandidaten aus Essen. Und wir haben 17:8 Schüsse. 2,52 XG. Wir haben die Woche schon Abschlüsse trainiert. Unglaublich. Aulbach heute nur mit 6-1. Ja, war eigentlich fast alles drin, was aufs Tor kommt. Nein, nicht ganz. Also 5 Schüsse kamen aufs Tor. Oh. Ja, weiß ich gerade auch nichts mit anzufangen. Ansonsten schaut euch mal die Noten an. Da sind ja wirklich auch gute Noten dabei. Ne? Können wir mal den Gegner gucken, was wir ja selten machen. Minevic mit 2 Toren, okay. Teuter hat super gehalten. Tja, muss man vielleicht einfach mal so hinnehmen. Ne? Was bleibt uns anders übrig? Tillmann nach Einwechslung sehr stark. Galeski nicht so gut. Picke sind sehr stark in der offensiven Variante. Ja, man muss mal bedenken, die hatten noch ein Spiel in der Woche. Also insofern haben sie uns erst recht hier genatzt, um das mal so nett zu sagen. Wir waren nicht gut genug. Ich möchte das einfach mal so sagen. Lucas Sola kann man auch mal sagen, du hast halt nicht gut gespielt. Pekesen. Aber wenn ich dann in so einem Spiel lobe, das geht meistens da hinten los. Ich lasse das mal lieber. Also, ganz, ganz bitter. Die anderen Ergebnisse. Krai gewinnt 4-1 gegen Mülheim. Der SC Felbert 1-0 gegen Homberg und Schwarz-Weiß Essen. Alle gewinnen, nämlich 3-2 gegen Meerbusch. Dadurch sind die jetzt 6 Punkte vor und wir haben ja nicht mehr sehr viele Spiele. SC Felbert kommt mittlerweile ran, aber dann ist es auch egal. Es steigt ja nur der Erste auf. Also ob Zweiter oder Dritter ist dann völlig Hupe. Ja, bitter. Bitter, bitter, bitter. Mülheim ist abgestiegen, das steht hier schon fest. Wir schauen, wir müssen das nächste Spiel angehen. Sportfreunde Baumberg, die sind Fünfter. Also ich meine, ne, das leichtere Spiel war heute. Aber auf dem Platz sah es anders aus. Gut, bringt ja alles nichts. Wir müssen weitermachen. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit dem Spiel gegen Sportfreunde Baumberg. Bis gleich, Leute.
So, herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur zweiten Aufnahme, zum zweiten Spiel in dieser Aufnahme, so rum, gegen die Sportfreunde Baumberg, Zweiter gegen Fünfter. Sie spielen lange Hafer. Wir gehen mal direkt rein in die Taktik, denn ich habe mir überlegt, wir gehen mal back to the rules und nach dem schlechten Spiel zuletzt versuchen wir wieder unsere alte Taktik, die ja immer sehr erfolgreich war in der ersten Serie. Also von daher schauen wir mal. Die anderen Spiele, Schwarz-Weiß Essen gegen SC Felbert, die könnten sich die Punkte gegenseitig wegnehmen. Ich hätte nichts dagegen, wenn der SC Felbert gewinnt. Wir haben eine bessere Tordifferenz. Wir brauchen Niederlagen für Schwarz-Weiß Essen. Aber gut, da können wir selbst nichts dran machen. 740 Karten sind verkauft gegen Baumberg. Und wie gesagt, unsere andere Taktik, die wir vorher gespielt haben, wird es heute mal sein. Der Gegner spielt in einem klassischen 4-4-2. Von daher haben sie ja auch vier Mann zentral im Mittelfeld. Das wiederum ist ja nicht verkehrt, wenn wir hier einen Mann mehr haben, um uns den Ballbesitz zum einen zu holen, was wir grundsätzlich immer gut können. Zum anderen aber Pekesen vorne als Stürmer. Das war ja auch immer sehr erfolgreich. Hayaya auf der rechten Seite. Senic bleibt drin. Tobias Tillmann nach der guten Einwechslung oder nach dem guten Spiel nach Einwechslung. Damit auch wieder im Team. Das ist ja auch mit seiner Taktik, sage ich jetzt mal. Und Filipovic bringe ich für Kosmala, der ja sehr enttäuschend war im letzten Spiel. Trotzdem, Filipovic kann eigentlich nur 75 Minuten. Wir schauen mal, sonst müssen wir da reagieren. Also, ausgewogen ist dann klar, wir spielen dort in dieser Taktik ja etwas weniger Tempo. Das ist aber okay. Gegenpressing und so weiter ist sowieso der Fall. Und eine Standarddefensivlinie, das passt auch. Und wir schauen uns mal die Vertrautheit an. Nee, ist trotzdem alles eingespielt, obwohl wir ja da etwas anders spielen. Naja, wir schauen mal, wie es wird. Sola und Klicic, also zwei Stürmer jetzt auf der Bank. Können wir reagieren, wenn wir müssen. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir vielleicht hier einfach mal was anders machen müssen. Janis Fastermann ist hier der Trainer. Spielt euer eigenes Spiel. Ja, das wäre jetzt ganz passend. Baumberg ist Erster in der Formtabelle, also sicherlich sehr stark. Mit dem Plan, das hat ja gar nicht funktioniert. Spielt euer eigenes Spiel, ich sag das jetzt mal. Und ich würde jetzt mal alle Mannschaftsteile separat motivieren. Sagt, das sah besser aus, als wir das ohne den Stürmer gemacht haben. Aber gut, trotzdem sind die Leute motiviert. Lasst uns reingehen. Ich guck mal ganz kurz wegen der Form, ob sie die letzten fünf Spiele alle gewonnen haben. Wir 2 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Und Baumberg tatsächlich 4 Siege und ein Unentschieden. Deswegen so gut in Form. Wir spielen in Schwarz-Weiß, Baumberg in Blau. Auf geht's, Daumen drücken. Wir brauchen es dringend. Die erste Aktion wird auch direkt gezeigt. Mal schauen, ob für uns oder für Baumberg. Ja, wir haben den Hohen, nehmen sich den Ball und deswegen hat Baumberg jetzt wahrscheinlich die Chance. Touray. Und trägt das 0-1 nach 42 Sekunden. Gökhan Lekesis heißt der Torschütze. 0-1. Das ist natürlich absolut bitter, wenn man jetzt so eine Taktik umstellt und du gehst nach 42 Sekunden in Rückstand. Ne? Ist jetzt nicht unbedingt motivationsfördernd. Pekesen hat gelb gesehen. Deswegen motiviere ich mal mit ermutigen. Da haben wir doch die Chance vielleicht. Ah, und wieder ist der Ball weg, aber Hayaya holt ihn wieder zurück. Sehr schön. Tobias Tillmann auf Pekesen. Und da ist das 1-1. Jawohl. 18. Saisontreffer. Diesbezüglich hat es schon mal gefruchtet, denn gerade mit dem Toreschießen war es ja nicht ganz so die letzten Spiele. Und Pekesen, kaum ist er vorne, macht er wieder sein Ding. 1-1. Auch hier 61% Ballbesitz in der Taktik. 3-5 Schüsse allerdings. Trotzdem stehen wir irgendwie stabiler. Na, ich wollte gerade sagen, der ist gleich weg. Aber Pekesen, ah, da ist er weg. Aber wieder, da ist er. Da ist er wieder. So rum. Senic. Ganz gefährlich da hinten. Und jetzt ist Touray durch. Ah, Ulbach wälscht den ab. Sehr, sehr gute Parade des Keepers. Eckball. Scheiße, das Essen geht übrigens in Führung. Ach, gefährlich. Also Baumberg ist echt gefährlich. Haben mehr vom Spiel, also zumindest was die Schüsse angeht. Irgendwie sind wir defensiv. Wir müssen jetzt mal drauf gucken, sind wir irgendwie nicht so stark. Ne, guck mal hier. Wir lassen da viel zu viel zu.
müssen als Team hart arbeiten. Das sagen wir erstmal, sonst gehen wir gleich nochmal ins Separate rein. Ich schau mal eben kurz. Ja, das. Ach, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Also Schikowski heute nicht gut, das war schon mal der Fall. Wir hätten für ihn jetzt Röttgen. Aber irgendwie glaube ich an ihm. Ihm geben wir gleich mal einen kleinen Hieb. In Form von du kannst es besser. Ah ja, nur mit 6,6. Das geht auch besser. Echt schwierig. Was können wir für die Defensive vielleicht tun? Disziplinierter? Dann spielst du nicht so nach vorne. Das ist halt diese ganze kreative Geschichte, die du damit störst. Würde ich jetzt erstmal nicht stellen. Was können wir dafür tun? Wir spielen hier ja schon in der der Taktik mit unterstützend und nicht mit angreifend oder sowas. Geordnet hinten raus. Nee, komm. Wir bleiben mal so. Wir müssen gewinnen. Also wir können uns jetzt nicht hier irgendwie defensiv zurückstellen. Wir brauchen einen Dreier. Punkt. So, wen haben wir gerade gesagt? Wer war nicht so motiviert oder nicht so gut? Einmal Jaja. Ja. Wieder mal dieses Spiel. So, jetzt aber. Du kannst den Unterschied ausmachen. Und wen wollten wir gerade noch besprechen? Schikowski war es. Der Mutter motivieren wir auch. Pekesen, weiter so. Zweite Hälfte. Von dem Ganzen jetzt Tillmann mit der Chance. Ich wollte gerade wechseln. Ah, oh, super Freistoß. Mohn holt den raus. Schade. Jetzt noch die Ecke. Die nehmen wir noch mit. Und dann hat Mohn wieder den Ball. Also, die Überlegung wäre jetzt, zack, alles über den Haufen. Wir müssen offensiver werden. Also, Offensivtaktik rein. Tobias Tillmann war der Bessere. Lipp Tillmann war nicht ganz so stark. Ah, ja, auch nicht so gut. Wie entscheiden wir uns jetzt? Lipp hat gelb gesehen. Tobias kann das ja grundsätzlich auch etwas defensiver, hatten vorhin gesehen, ne? Als zurückgezogener Spielmacher, genau. Dann würde ich ihn jetzt als zurückgezogenen Spielmacher bringen. Aber auch erstmal verteidigend. Und dann würde ich, Aljaja hat sich auch noch nicht erholt, dafür geht Pekesen auf die rechte Seite und es kommen Klicic und Sola, zwei frische Stürmer. Bei ihm müssen wir jetzt einmal sagen, aufpassen, weil das ist jetzt verändert. Ich glaube, das hat Klicic jetzt noch auf seinem Zettel. Ne, hat er auch nicht. Oder war es Sola? Auch nicht. Alles gut. Ja, das würde ich machen. Und Galeski kommt nochmal für Senic rein. Auch als frische Kraft da in der Offensive. Da müssen wir echt... Und hier Schikowski ist nicht so stark. Komm, Röttgen. Zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Wir müssen gewinnen. Wir bringt hier jetzt nichts taktisch defensiv zu sein. Vielleicht holen wir uns hier wieder ein paar mehr Chancen. Vielleicht ist das gegen die Mannschaft die bessere Wahl. Filipovic mit dem Kopfball ans Außennetz. Schade. Ermutigen nochmal. Wölfing. Der Aufbau von hinten. Röttgen, der neue Mann. Auf den nächsten neuen. Galeski über links. Die Flanke kommt und Klicic knapp vorbei am Pfosten. Nein, nein, nein. Einmal, wir haben jetzt die Anweisung, schießen aus jeder Bahn. Wir müssen es schneller machen. Wir gehen jetzt auf kreativ. Wir müssen schnell fortsetzen und wir werden das Ganze hier so nach vorne setzen, ja auch mit der höheren Defensivlinie. Und wir werden nochmal mehr fordern. 5 Minuten Nachspielzeit. Gelingt uns hier der Lucky Punch. Auch offensiv wollte ich auch noch einstellen. Boah, da ist doch der Ball. Sola. Komm. Komm, mach das. Komm, setz dich durch. Zeig mir, was du kannst. Der hat schon getroffen. Oh, und Klicic vergibt diese Riesenchance. Nein, 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 nein. Kommt noch eine? Es kommt keine mehr. Es bleibt beim 1:1. Ist es zu wenig? Befürchte ja. Pekesen 7-8, Zola nach Einwechslung vernünftig, Tillmann, also Tobias, Gorinho, Michaelidis.
Das waren die Spieler enttäuschend. Da müssen wir vielleicht mal eher drauf gucken. Ah, ja, nicht so gut. Schikowski nicht gut. Aubach wieder nur mit einer 6,5. Ein tolles Ergebnis kann ich gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, es ist einer dieser Tage. Mehr kann ich echt nicht sagen. So, was hat Schwarz-Weiß Essen gemacht? Sind sie quasi schon durch? So langsam kann das passieren. Sie spielen nur 3:3. Also, sie geben uns noch die Chance. Krei nochmal zu schauen. Was hat Krei gemacht? 1-0 gewonnen in Homberg. Also 57 Krei, dann SC Felbert 58, wir auch 58, aber bessere Tordifferenz. Und Schwarz-Weiß Essen 64. Das heißt, es sind 6 Punkte bei noch 4 Spielen, ne? Ja, wir gucken uns mal die Restspiele an. Würde es mal so machen. Büderich übrigens auch abgestürzt. Also wir gehen einmal auf Schwarz-Weiß Essen, gucken uns den Terminplan an. Die spielen gegen Krei, Schonebeck, Baumberg, Niederwenigerin. Also Schonebeck hat uns geärgert und sollen sie die bitte schön auch ärgern. Baumberg haben wir gerade gesehen, ist stark und Krei ist auch stark. Also Restprogramm technisch vielleicht, ja, nicht ganz so nett. Unser Restprogramm, Niederwenigerin, Hilden, Sohnsbeck und Kleve. Ich muss jetzt nochmal die Tabelle dazu nehmen. Also Kleve ist 15., hat uns aber im letzten Spiel besiegt. Niederwenigerin 11., Sohnsbeck 9. und Hilden 6. So schaut's aus. Ja, alle Rechenspiele bringen nichts. Wir müssen auf dem Platz gewinnen. Ne? Das gelingt uns gerade irgendwie nicht. Gut, wir machen natürlich trotzdem weiter. Nächste Folge, erstes spannendes Spiel auf jeden Fall. Halbfinale im Pokal. Vielleicht aufgrund der Situation in der Liga müssen wir darauf alles setzen. Ich weiß es nicht. Werde ich mir durch den Kopf gehen lassen. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.